Mit dem Taxi zum Arzt und zu Behörden. Die Fahrten der Flüchtlinge in Leipzig zahlt die Sächsische Landesdirektion. In Deutschland sind die Regelungen für diese Fahrten sehr unterschiedlich. In einigen Regionen gibt es so etwas kaum. In Leipzig oft. Ja, du weißt Bescheid, okay? Ja, okay, gut, ciao. Danke. Bitte. Bye. 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 Ciao. Und da kennen Sie sich auch noch aus. Also ist doch nicht das erste Mal hier. Ja, das ist ja unglaublich. Das waren jetzt 13,60 Euro. Bezahlt die Landesdirektion Sachsen. Ja, schneller kann man das Geld nicht verdienen. Ja, schauen Sie mal, schon die nächste Fahrt. Frederikenstraße 37 Malteser in die Parkerstraße 4. Gut, so. Läuft. In der Zentrale herrscht seit Wochen Hochkonjunktur. Etwa 800 Flüchtlingsfahrten in 3 Monaten. Eine Zahl, die selbst beim Taxichef für Verwunderung sorgt. Ja, ich bin natürlich auch Geschäftsmann genug, um die Taxifahrten gerne weiter zu vermitteln. Aber irgendwie muss das ja auch finanziert werden. Und das ist natürlich nicht nachzuvollziehen, dass dort so großzügig verfahren wird. Ich möchte mich um Gottes Willen nicht noch beschweren, dass wir Fahrten haben, ganz und gar nicht. Aber es wird kritisch gesehen. Denn die Zeche zahlt am Ende der Steuerzahler. Ich kann davon ausgehen, dass eine Fahrt ca. 15 Euro im Schnitt kostet. Und wenn wir dann 300 Fahrten machen, dann können Sie sich ausrechnen, welchen Beträge das ungefähr ausmachen. Also 5.000, 6.000 Euro kommen da locker zusammen. Die Flüchtlingskrise. Für Taxifahrer eine unvorhergesehene Einnahmequelle. Dass wir das mit Flüchtlingen noch Geld verdienen, hätte ich vor einem halben Jahr nie gedacht. Ne? Und es wird ja von Tag zu Tag mehr. St. Elisabeth Krankenhaus, 90% Universitätsklinik, St. Georg, ja. Wenn wir Glück haben, fahren wir nach Chemnitz. In Chemnitz sitzt das Amt für Migration, 85 Kilometer entfernt. Auch dorthin gibt es häufig Fahrten. Wir sind wieder unterwegs, wieder mit dem Taxi. Wir begleiten eine syrische Familie auf dem Weg von Leipzig nach Chemnitz, zum Amt für Migration und Flüchtlinge. Eine Strecke von über 80 Kilometer. Und das Taxameter läuft. Die Unternehmer freuen sich, dass was in die Kasse kommt. Und die Fahrt ist keine Ausnahme. Allein dieses Taxiunternehmen schickte im Januar 13 Mal Autos nach Chemnitz. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 4.000 Euro. In Chemnitz angekommen heißt es warten. Es stehen noch weitere Taxis aus Leipzig und anderen Kommunen hier. Ich vermute, der Kollege ist auch Kaffee trinken. Er muss ja auch 3-4 Stunden warten. Das Taxi steht und das Taxameter läuft und läuft. Am Ende kommt ein Preis von weit über 200 Euro zustande. Es ist schon ganz schön krass, was der Steuerzahler da zu zahlen hat. An diesem Zustand sind nicht Flüchtlinge schuld, sondern deutsche Behörden, die das so organisiert haben. Schließlich rollt ein weiteres Taxi aus Leipzig an. Wir warten seit 4 Stunden. Kein Ende in Sicht. Hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Mit 3 Stunden hätte ich gerechnet, aber so lange? Unsere Familie kommt nach 5,5 Stunden Warten heraus. Das Taxameter wird endlich angehalten und am Ende stehen 308,90 Euro zu Buche. Die Rückfahrt ist dann inklusive. 3 Taxis mit einem Taxameterstand von über 300 Euro. Ein beachtlicher Umsatz eines Leipziger Taxiunternehmens. Da hat Löff ein Taxi eigentlich guten Reibach gemacht mit diesen 3 Fahrten. Auf unsere Anfrage, warum Flüchtlinge so häufig mit dem Taxi gefahren werden, statt Busse und Bahnen zu nutzen, erklärt die Landesdirektion dies schriftlich mit fehlender Ortskenntnis der Asylbewerber und der notwendigen Einhaltung von Terminen.